Der Arbeitnehmer kann mal an der Erbringung der Arbeitsleistung gehindert sein. Wir sprechen von Arbeitsverhinderung. Ich meine es nicht die Krankheit, wo die Ansprüche nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz geregelt sind, sondern andere Fälle. Und diese sind in § 616 BGB geregelt und da steht drin, ich lese Ihnen das mal vor, was in § 616 BGB drin steht, also das ist auch immer wieder ein Highlight, ne, in Gesetzen zu lesen. Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Sind Sie noch da? Das ist lustig, gell? Also diese Gesetzestexte, die sind immer wieder ein Quell der Freude. Was steht da jetzt nun eigentlich drin? Der zur Dienstleistung verpflichtet ist also der Arbeitnehmer. Es handelt sich um den Arbeitnehmer und der ist ohne sein Verschulden für eine kurze Zeit daran gehindert, seine Arbeit zu erbringen. Nicht mehr und nicht weniger. So, und jetzt tranchieren wir diesen ganzen Satz mal noch ein bisschen der Reihe nach, was ist damit gemeint. Als erstes muss die Verhinderung ihren Grund in der Person des Arbeitnehmers haben. Aha, ich bin also selbst betroffen. Nein, Sie sind nicht nur selbst betroffen, sondern es geht auch darum, dass um Ihre Person herum der Grund liegt. Also zum Beispiel, Ihr Kind ist krank, es gibt einen Todesfall in der Familie, eine schwere Erkrankung eines sehr nahen Angehörigen, die eigene Hochzeit, die Geburt des eigenen Kindes. All das sind Themen, die sich in Ihrer Person ihren Ursprung haben und um Ihre Person direkt herum ranken. Das ist damit gemeint. Und die daraus resultierende Arbeitsverhinderung. Dabei ist ein Klassiker und diese Frage stellt sich ganz oft, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Was ist denn mit dem Arztbesuch während der Arbeitszeit? Da ist es so, dass der Arztbesuch während der Arbeitszeit nur dann unter diese Regelung fällt und auch nur dann wahrgenommen werden darf, wenn es keinen Alternativtermin gibt. Es gibt viele Spezialisten, wo man sehr, sehr lange, monatelang auf einen Termin wartet und einfach den Termin nehmen muss, den man kriegen kann. Wenn man das gegenüber seinem Arbeitgeber nachweisen kann, dann ist das auch in Ordnung. Wenn es aber Alternativtermine gibt an den Randzeiten des Tages, dann muss man die natürlich vorrangig nehmen. Dann steht im Gesetz so schön schwammig drin, dass die Dauer relativ kurz sein soll. Also eine nicht, wie steht es drin? Eine nicht erhebliche, verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit. Eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit. Also warum schreiben die nicht gleich rein, eine kurze Zeit? Ja? Da ist jetzt wieder die Frage, was ist das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Es gibt Meinungen zwischen einem Tag und zwei Wochen. Ich finde, zwei Wochen ist ziemlich lang. Und als Parameter kann man sich auch mal noch nehmen, wie lange das Arbeitsverhältnis schon gedauert hat. Ist es länger? Kann man vielleicht auch mal länger ausfallen? Ist es kürzer? Entsprechend weniger. Ich sage immer so, Pi mal Daumen, 1, 2, 3 Tage, bis also allerhöchstens eine Woche. Ja, je nachdem, wie lange das Arbeitsverhältnis eben schon gedauert hat. Aber auf gar keinen Fall 2 Wochen, das würde ich nicht Da würde ich nicht mitgehen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass den Arbeitnehmer kein Verschulden an der Arbeitsverhinderung trifft. Und das ist ja eben beispielsweise der Fall, wenn das Kind mal krank geworden ist. Die Vorschrift des § 616 BGB ist keine zwingende Vorschrift. Das heißt, anders als die Ansprüche aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz, kann der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer vereinbaren, dass man auf diese Rechte verzichtet, also dass man dies abbedingt. Ja. Das steht, da muss dann natürlich explizit drin stehen, dass die Vorschrift des § 616 BGB hier keine Anwendung finden soll. Wenn Sie sowas in Ihrem Arbeitsvertrag lesen, wissen Sie also, wenn Sie mal einen Arztbesuch haben, wenn mal Ihr Kind für relativ kurze Zeit ausfällt oder auch ein anderer gerade genannter Grund vorliegt, dann haben Sie vielleicht ein Leistungsverweigerungsrecht, aber bekommen dann kein Geld. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann teilen Sie ihn sehr gerne in Ihren sozialen Netzwerken, erzählen Sie Ihren Kollegen und Geschäftspartnern davon, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, liken Sie mich, machen Sie konstruktive Kommentare, darüber freue ich mich wirklich sehr. Und ansonsten bleibt mir noch Ihnen alles Gute zu wünschen, bleiben Sie schön flexibel, Ihre Sandra Flehmig, hier gibt es mehr als nur Arbeitsrecht.